Christus. Amen. Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Brüder und Schwestern, hier der Mitbrüder in der Kapelle, draußen im YouTube-Channel, beim Gottesdienst digital verbunden. Der heilige Josef begleitet uns. Die Kirche denkt an den Bräutigam der Gottesmutter Maria und feiert im Gottesdienst ein Fest. Vielleicht ist nicht allen zum Feiern zumute, aber nehmen wir uns den heiligen Josef, schauen wir auf ihn, der immer wieder auch Hoffnung gelegt hat. Wir verbinden uns mit den Bundesländern, die den heiligen Josef als Patron haben, Kärnten, Tirol. Wir denken an unseren Bruder Albert, der bei der Taufe den Namen Josef erhalten hat. Wir sind verbunden mit Bruder Fidelis, der heute seinen Dienst im Krankenhaus wieder beginnt. Und wir sind verbunden mit der Messmeinung, mit der Familie Hochwald, die des verstorbenen Gatten und Opa gedenkt. Viele Anliegen begleiten uns. In allen schenkt uns Gott die Zusage seiner Barmherzigkeit. Herr Jesus, du uns die Menschen dir zu folgen.
Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Schwestern und Brüder, Abraham und seine Nachkommen erhielten nicht aufgrund des Gesetzes die Verheißung, Erben der Welt zu sein, sondern aufgrund der Glaubensgerechtigkeit. Deshalb gilt aus Glauben, damit auch gilt aus Gnade. Nur so bleibt die Verheißung für alle Nachkommen gültig. Nicht nur für die, welche das Gesetz haben, sondern auch für die, welche wie Abraham den Glauben haben. Nach dem Schriftwort, ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt, ist er unser aller Vater vor Gott, den er geglaubt hat. Den Gott, der die Tote lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt, dass er der Vater vieler Völker werde. Nach dem Wort, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Darum wurde der Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Wo Gott uns hin begleiten will.
Für Abraham hat es geheißen, aufzubrechen aus der Heimat, in ein neues, verheißenes, gelobtes Land aufzubrechen. Josef hat Veränderungen auf sich genommen. Eine unerwartete familiäre Situation, die Bereitschaft zur Migration nach Ägypten, um dort zu arbeiten, wieder Rücksiedlung in die Heimat. Wir sind auch jetzt immer wieder herausgefordert zu neuen Erfahrungen. Gestern hat mein Familienvater mitgeteilt, was er seinen Kindern im Gespräch gesagt hat. Er sprach zu den Kindern, was wir jetzt erleben, dazu können Mama und Papa euch nichts sagen. Wir kennen das selbst nicht, was es heißt, mit Corona zu leben. Wir haben keine Erfahrung. Jetzt sind wir auf der gleichen Erfahrungsebene. Kinder, Mama und Papa. Aber wir werden das gemeinsam meistern und gemeinsam lernen. Lernen wir auch immer wieder neu. Im Glauben dazu haben wir Vertrauen. Schon Abraham ist das gelungen und dem heiligen Josef, den wir jetzt feiern im Gottesdienst. Uns verbindet alle das eine Glaubensbekenntnis. Sprechen wir es jetzt gemeinsam. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir vertrauen der Fürsprache des heiligen Josef und wir anvertrauen uns Gott, dem Herrn, mit unseren Bitten. Der heilige Josef wird oft auch Nährvater Jesu genannt, in seiner Sorge um die Familie. Wir bitten dich jetzt für alle Väter und Mütter in ihren Sorgen um die Familie. Stärke sie, begleite sie mit deiner Hoffnung und Zuversicht. Wir bitten dich, erhöre uns. Josef wird Bräutigam der Gottesmutter Maria genannt. Wir beten für die vielen Brautpaare, die in diesen Tagen ihre Hochzeit verschoben haben. Schenk ihnen Trost und segne sie für ihre künftige Beziehung. Wir bitten dich, erhöre uns. Der heilige Josef hat sich väterlich um Jesus angenommen. Beten wir für die Kinder, ganz besonders für die, die mit ihren Familien jetzt auf kleinen Raum leben müssen, die keinen Garten zu Hause haben. Hilf, dass alle miteinander die Liebe leben können. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir denken an die Kranken, die Schwachen, die Alten. Richte sie auf mit deiner göttlichen Liebe und lass sie von den Menschen nicht vergessen sein.
Wie wir bitten dich, erhöre uns. So bitten wir, so vertrauen wir, wie einst Abraham, wie einst Josef, so wagen wir es heute bis in alle Ewigkeit. Amen. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nimmt das Opfer an aus deinen Händen, zum Lobe und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, der heilige Josef hat deinem ewigen Sohn, den die Jungfrau Maria geboren hat, in Treue gedient. Lass auch uns Christus dienen und dieses Opfer mit reinem Herzen feiern. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Heilig, heilig, heilig.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt, und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellte das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er machte uns auf Himmel zu einer Gabe, die dir nur gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit den Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, unsere Namenspatronen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deine Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme mit mir, alle unsere verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu dich sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und in ihm und in ihm ist hier Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum warten wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede, unsere Versöhnung. Ihn bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Sieht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du reingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und sieht, wie gut der Herr ist. Thank you.
nie.